Wir sind jetzt hier im tiefsten Gelsenkirchen. Das ist alles legal hier, ne? Wo ist er denn? Hat er sich versteckt? Bei mir wisst ihr ja, dass es geht, ne? Hier. Der Captain geht immer als Letztes vom Bord. Um sich hier durchsetzen zu können, musst du eine große Fresse haben. Yeah, that's the sound. Weißt du eigentlich auch mal, wenn das so ein bisschen regnerisch und grau, dann setze ich immer so eine Brille, weil ich bin da sehr, sehr empfindlich. Denn normalerweise ist das, bei mir ist das ganz extrem so, weil wir sensible Typen sind. Ja, und natürlich, wenn die Autogrammjäger vorm stehen. Ja, das ist ja auch interessant. Dann nehme ich einen Hintereingang. Das ist verständlich. Ja. Deswegen gehen manche inzwischen nicht mehr ins, ja, in dieses Hotel. Ja. Dieses Hotel, das wie ein Piepston klingt. Ja, und was ich negativ zur Kenntnis genommen habe, ist, man kann dort die Fenster nicht öffnen. Danke, dass du das sagst. Das ist das Erste, was ich frage. Und in vielen Hotels, inzwischen kannst du es ja mit Corona verargumentieren, ja, weil du stimmt sagst, Entschuldigung, Aerosole und so weiter. Also öffnen, also alle 14, 15 Minuten einmal öffnen, sonst kann ich dir nur vorwarnen. So. Also alle Studien haben was sagen. Das. Genau. Du hast einen sehr guten Lauterbach. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Toll. Ja, ich stelle mir einfach so ein bisschen, man muss den so machen, so ein bisschen wie Rainer Kallmund, wenn er irgendwo gegengelaufen ist. Dann kriegt man so ein bisschen, wobei nichts gegen Karl Lauterbach. Ich habe den Mann mittlerweile sehr schätzen gelernt. Absolut, ja. Und der Salzlose. Ich wollte gerade sagen, wusstest du das nämlich, dass, weil du ja so ein Salzfreak bist. Ja, das stimmt. Ich bin genau das, ich bin die Nemesis von Karl Lauterbach. Genau. Ja. Ich habe in meinem Portemonnaie immer, immer so Tütchen Salz dabei. Ja, ja. An so Hotelbuffets. Diese Tütchen kenne ich in der Showbranche, die man immer dabei hat. Ja, genau. Haben wir jetzt eigentlich schon gesagt, wo wir hinfahren, außer in deine Heimat? Also gibt es ein bestimmtes Ziel? Ja, wir fahren einmal kurz in Gelsenkirchen vorbei. Da treffen wir kurz einen Kumpel von mir, der auch gerade in der Stadt ist oder in der Gegend. Und dann fahren wir weiter nach Castrop-Rauxel. Da treffen wir dann auf meinen Freund Harry. Das ist nämlich ein ganz, ganz alter Freund von mir und mein Autoschrauber. Das heißt, wenn ich Harry nicht hätte, dann könnte ich das mit den Autos eh vergessen. Wir tragen gerade keine Masken, weil wir super top aktuell getestet sind. Richtig, engmaschig. Also ich weiß jetzt schon, deswegen, ich kann es nicht oft genug sagen, wir sind getestet. Ja. Und ich fühle mich auch ein bisschen unwohl, dass wir hier unmaskiert sitzen. Ja. Aber wir haben uns jetzt dafür entschieden, ja, weil es einfach für euch auch besser ist, das sozusagen unsere Münder zu sehen. Richtig. Und diese zwei Pickel, die ich mir zurecht züchte. Ja. Und dann sehr schönen virilen Bart. Ja, das wäre schade einfach. Ja. Das wäre schade, ja. Ja, man muss natürlich wie bei so vielen Dingen, das vor sich selber erstmal rechtfertigen. Ja. Und diese Abwägung haben wir getroffen und gesagt, das ist okay. So. Und dann wird es aber immer Menschen geben, die sagen, nein, das ist nicht okay aus dem und dem Grund. Das ist ja noch in Ordnung, wenn es in einem zivilen Ton vorgetragen wird. Und dann gibt es natürlich die nächste Fraktion, die dann schon schreiben, die scheißen auf alles und jeden und die wollen die Alten töten. Ja. So, also das ist die Art und Weise, wie die Diskussion, wenn man denn von solchen sprechen kann, ja auch sehr häufig geführt wird. Und du bist da oft mittendrin, ne? Also ja, du provozierst es natürlich auch ein bisschen, ja, klar, kann man ja sagen. Ja. Aber da du natürlich bei Twitter sehr aktiv bist, ja, das würde ich emotional gar nicht aushalten, muss ich ehrlich sagen, kriegst du ja eigentlich ständig die Empörung. Das ist richtig. Es fühlt sich auch ganz anders an. Wenn du zum Beispiel irgendwie Friedrich Merz ein bisschen hochnimmst oder so und ihn vielleicht sogar auch unfair, Fragezeichen, behandelst, da muss ich sagen, das ist mir gänzlich egal. Ein Shitstorm von links fühlt sich wesentlich unangenehmer an und hat ein größeres Verletzungspotenzial, als das auf der anderen Seite ist. Wenn es aus dem in Anführungsstrichen eigenen Lager kommt, hast du das Gefühl, ey, ich bin doch einer von euch. Wir sind doch für dieselbe, wir kämpfen doch für dieselbe Sache. Und mal hat ein Shitstorm eine größere Berechtigung, zum Beispiel wenn ein Gag wirklich daneben geht, dann ist es auch richtig zu sagen, pass mal auf, der Gag war scheiße. Eure Empörung hat einen
einen Kern, den ich nachvollziehen kann. An dieser Stelle, sorry, war mein Fehler. Das muss man auch noch mal sagen, also in was für einem fantastischen Auto wir hier sitzen. Ja. Das ist ja deins, das ist kein Spielfahrzeug. Das ist richtig. Und es ist eins aus einem Fuhrpark von wie viel insgesamt? Ja, das darf ich natürlich nicht öffentlich äußern. Also ich besitze mehr als ein Auto, aber weniger als Jay Leno. Wir müssen einmal kurz tanken. Ich muss auch dringend pinkeln. Man muss auch sagen, wir sind erst 20 Minuten unterwegs und waren voll getankt und müssen jetzt schon wieder tanken. Du Schwein. Also ich bin schon direkt wieder reingeritten. Dann kommt da rein Kerosin. Da kommt Kerosin rein. Dann mach du doch kurz Lulu und ich tanke. Das Erbärmliche ist, ich muss mir jetzt vom Team irgendwie einen Euro leihen. Nee, ich kann dir was geben. Ja? Ich hast du noch Sanitärbombs zum Einlösen? Ich habe mir in meinem Leben schon eine stattliche Villa zusammengeschissen. Ich habe mir Putins Sommerresidenz zusammengeschissen. Warte, gib dir Geld. Danke, und dann auch für Sanitär. Oh Gott, da kommt man wirklich gut raus. Ah, man macht diese alte Männergeräusche beim Einsteigen. Hast du fein Pipi gemacht? Ja, vielen Dank. Das ist so schön. Ich habe hier für dich. Vielen Dank. Ich habe aber auch was für dich. Hat er mich mitgebracht? Bitte schön. Woher wusstest du? Ja, naja, ich weiß, dass du da. Ja, du bist eine. Das ist wirklich. Du bist eine sensible Künstlerseele. Aber du bist super aktiv. Also ja, total. Ich folge dir in allen sozialen Medien, die ich auch benutze. Ja. Das ist ja, ich frage mich ja, was machst du denn also sonst so am Tag? Weil du bist ja wirklich, also jetzt die Zeit, in der wir jetzt fahren, wirst du nichts posten können. Soll ich was für dich posten? Wäre mir sehr lieb, wenn ich heute dich eigentlich, ich bin froh, dass du es ansprichst. Komm, ich mache schon mal ein Foto. Ah, du hast den 10 Sekunden. Ja, wollte den Dreier drücken, aber habe ich ver... Da kann ich ja meinen Blue Steel gar nicht halten über 10 Sekunden. Weißt du, ich mach die ersten 4 Sekunden geht noch so. So dieser Mark Keller-Blick. Muss man noch mal sagen, ist nicht der erigierte Penis eines Schlumpfes, sondern das ist ein Modelblick aus dem Film Zuländer. Bist du auch einmal in der Woche mindestens bei Clubhouse und machst eine kleine Talkshow? Erstaunlich eigentlich, dass ich das noch nicht bin, denn ich bin da auch, wie alle, habe ich mich sehr schnell angemeldet. Im Grunde genommen alle meine Handydaten abgegeben. Ja. Also Corona-Warn-App, nee Leute, sorry, bitte, das ist mir datenschutzrechtlich zu heikel, aber Clubhouse, bitte, wie viele Telefonnummern braucht ihr? Ich nutze es nicht, weil ich durch diese ganzen Podcasts, die ich mache, ja eh schon so viel rede, dass ich, und das wird den einen oder anderen erstaunen, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, da muss ich jetzt auch noch gehört werden. Nee, also unterrepräsentiert kann man den nicht zum Vorwurf machen. Sagt er, während er in seiner eine Stunde Freizeit am Wochenende noch ein Format mit Pierre im Krause macht. Um da der Weltöffentlichkeit auch noch mal zu berichten. Hier ist... Wo sind wir denn hier? Ja, wir sind jetzt hier im tiefsten Gelsenkirchen. Die Geschichte ist nämlich folgende. Die Person schickte mir eine WhatsApp und dann fragte ich den, ob der gerade in der Gegend ist. So. Fitnessstudio hat aber doch zu eigentlich. Ja, oder? Das ist auch nur ein Showroom. Das ist kein richtiges Fitnessstudio. Ich kenne den Laden ja gar nicht. Wo ist er denn? Hat er sich versteckt? Er ist ja so kamerascheu. Wer denn? Guten Tag. Guten Tag. Na? Das ist. Ja. Du bist im Wohnzimmer. Du bist ja wirklich. Das ist ja Wahnsinn. Das ist mein Wohnzimmer. Aber ich habe euch ja jetzt eigentlich mit Trainingssachen erwartet. Ja. Ja, wir sind ja gerade auf dem Weg nach Castrop-Rauxel. Ach. Ne? Wir sind ja, Ralf und ich, wir sind ja beide in Recklinghausen geboren. Ja, ich weiß. Wir kochen ja auch zusammen. Ja, richtig. Wir haben gerade den Hensler besiegt. Ja. Wir haben den Hensler im Kochen besiegt. Wir haben vegan gekocht, vegane Ernährung. Wow. Ne? Umwelt, Gesundheit. So. Ja, ganz, ganz wichtige Themen. Und wo holt man dann die Proteine her? Weil der braucht ja ständig Eiweiß. Aus den Pflanzen. Okay. Die stärksten Tiere ist der Gorilla, der Elefant und Ralf Möller. Ja. So. Und alle die kommen leben heute von Pflanzen hier. So, weißt du Bescheid.
Macht ihr zusammen? Ja. Trainiert ihr zusammen? Nein. Ja, wir könnten mal. Er ist also wirklich top in Form. Ja, das stimmt. Aber das Beste gegen, das Immunsystem zu stärken, wie du ja auch selbst weißt, ist Muskeltraining. Merkel macht da Gym auf. Ja. Nein, aber du hast wirklich, jetzt kannst laufen, machen, tun, alles. Ja. Muskeltraining setzt wirklich Myokine frei. Was sind denn Myokine? Myokine sind die nicht von Star Wars? Myokina kenne ich. Ja, ja, die klar. Bitte? Myokina kenne ich. Die, genau. Die Myokina, die kenne ich. Ja, die werden ausgestoßen. Ja, die werden auch teilweise ausgestoßen. Jetzt erzähl da gerne. Du und aber auch schon wieder. Es wird auf jeden Fall, nein, aber es wird auf jeden Fall durch das Krafttraining mit deinem Immunsystem gestärkt. Ja. Und du musst jetzt mal trainieren, hör mal. Ralf, wir müssen in 3 Minuten wieder los. Wir haben ja noch, außerdem steckt der Zündschlüssel noch. Also aber, wie gesagt, hier wird trainiert. So 3-4 Mal die Woche. Ne? Damit ich, wenn ich nach L.A. zurückkomme, nicht wie so ein Hahn aussehe. Ich habe es ja schon gemacht, bei mir wisst ihr, dass es geht. Ne? Aber er ist wirklich gut drauf. Oh, der ist gut drauf. Ohne Flachs. Guck mal hier, fühl mal hier hinten. Hier, das macht mir so ein schlechtes Gewissen. Das ist furchtbar. Das ist ja auch ein Sönn hier. Das ist ja wirklich ein Jetzt machen wir mal. Ich habe mich auch testen lassen, weil er sagte, ich komme für 3 Minuten. Ja. Und da war mir das wert, ihr zwei, mich für diese 3 Minuten testen zu lassen. So, pass mal auf. Boah, siehste, weil wir sind ja alle im Gladiator gestorben. Bürger Roms. Ja, warte. Hoher Senat. Mit den Pommes vom Beckenrand, sonst mache ich den Dreier nicht. Darf ich Ihnen dieses Schwert hier überreichen? Ja. So. Und jetzt bin ich wieder da, wo ich damals bei RTL 2 aufgehört habe. Ja. Warum ist er so braun? Sieht so gesund aus. Was? Ich so sehe gesund aus. Als wenn er irgendwo aus Spanien jeden Tag herkommt. Ein Glas Karottensaft. Leberzirrhose. Ja, wirklich jeden Tag ein Glas Karottensaft. Sieht wirklich gesund aus. Das setzt Mikionen frei. Ja, das haben wir schon wieder. Mikione. Ja. Die kleine Sendung ist übrigens ganz toll. Das freut mich Habt sehr. Habt ihr hier und da gesehen. Vielen Dank. Auf, ich weiß, ihr lauft ja hier, aber ich sehe es ja auch schon mal auf. Aber gut, das ist wirklich gut. Dann immer die Übernachtungssache. Wo übernachtest du denn? Heute auch bei Emi und so weiter? Nee, im Auto. Ich übernachte im Auto, während er schön auf Familienfeier geht. Ja. Ich zitiere mal den Spiegel, in dem ich heute bin. Der Captain geht immer als letztes vor Bord. Wir finden den Weg ja raus. Ne? Wohnzimmer halt. Ne? Wahnsinn, ne? Was eine Hütte. Was für ein wunderbares Privileg. Ja, wirklich, ne? Also wenn ich prominent wäre, würde ich auch Muskeltraining machen. Ja, würde ich auch. Guck mal, das kannst du nur in Gelsenkirchen, dass du halt einfach das Auto mit Zündschlüssel drin einfach stehen lässt. Weißt du, das Ruhrgebiet, das ist einfach niemand würde sich Gegend trauen, dein Auto zu klauen, im Wissen, dass da drin der Gladiator ist. Das war eine wirklich gelungene Überraschung. Ich wusste das ja nicht. Das ist super. Ja. Harry, mein Herz, ich würde mal sagen, wir sind so in 20 Minuten bei dir. Bist du dann noch in der Werkstatt? Und du hast ja wahrscheinlich nichts dagegen, wenn eine Kamera dabei ist. Hier ist 80, ne? Ja, richtig gut zu wissen, ja. Ich sag's nur, weil ich wurde ja noch nie geblitzt. Du wurdest noch nie geblitzt? War eine Lüge. Ja, bei manchen ist das ja wirklich so. Ich hab, sag mal, der Tacho funktioniert. Der Tacho funktioniert. Funktioniert du fährst nach Gefühl. Ich fahr nach Gefühl. Was fahren wir denn gerade? Wir fahren jetzt 110, würde ich sagen. Aber was ist denn, wenn du angehalten wirst und dann sagst du, sorry, Tacho geht nicht. Wenn ich stehe, sehen die ja nicht, dass der Tacho nicht geht. Der ist ja erstmal relativ frisch nicht mehr im Betrieb. So, also, relativ frisch bedeutet maximal ein halbes Jahr. So. Und Harry ist auch derjenige, der sich dann darum kümmert, wenn da mal was ist oder so. Und der hat auch so, hat auch in seiner Werkstatt auch 1-2 stehen. Und was ist dein allerliebstes Stück? Oh. Oder sitzen wir da gerade drin? Ach, ich bin da, das ist glaube ich auch ganz gut, weil ich mich irgendwie wirklich für alle auf ihre Art begeistern kann. Aber welcher mir wirklich am meisten Freude macht gerade, ist der Range Rover. Und ich habe deshalb so einen Spaß daran, weil das natürlich schon ein altes Schlachtschiff ist. Aber meine Tochter liebt den Wagen so, weil der ist ja relativ hoch, der hat breite Sitze. Und das ist so ein Vater-Tochter-Ding. Die fährt total auf das Auto ab. Die liebt es. Als ich sie damit das erste Mal vom Kindergarten abgeholt habe, da ist sie ausgeflippt, als hätte ich ihr einen Pony geschenkt. So, und sie will dann damit fahren. Die ist auch so ein Auto Aficionado, wobei ich mir gut vorstellen kann, spätestens wenn die irgendwann pubertiert,
dass sie dann so in bester Greta und ja. Fridays for Future Manier sagt, Papi, lass das doch mal, die Scheiße mit den ganzen Autos. Ganz sicher sogar. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich dann auch sage, weißt du was, hat auch alles seine Zeit. Ja, wirklich? Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Das muss halt irgendwann, muss es einen gewissen gesellschaftlichen oder Leidensdruck geben oder was auch immer oder eine Überzeugungskraft, dass ich dann sage, dass selbst dieser vergleichsweise, dass diese vergleichsweise geringe Nutzung nicht mehr okay ist, aus irgendwelchen Gründen. Also ich will damit nur sagen, es kann passieren, dass es einen Moment gibt, wo ich sage, weißt du was, ist auch Quatsch. Alles legal hier, ne? Harry, herzlich willkommen im Gastro Brauxel. Hallo Harry, ich begrüße euch. Aber du bist jetzt, du bist sozusagen der persönliche Schrauber von Mickey auch. Ja, du hast ich kümmere mich hier um solche Baustellen. Der Tacho geht nicht. Ne? Ja, das weiß ich. Und gewaschen werden müsste auch mal wieder, aber das wird da eigentlich nur bei mir. Ja. Und dann gucken wir da gleich nochmal Öl nach und Wasser. Und dafür ziehe ich mir wenigstens die Maske ordentlich über die Nase. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, das wird dann nur bei mir, das ist mir nämlich auch aufgefallen, dafür, dass du die Autos so liebst, sind sie, würde ich, soll ich sagen, pflegebedürftig in einer gewissen Weise. Also man könnte ihn auch mal wieder aussaugen und so. Schimpfst du da auch mal mit ihm und sagst... Ja, hat er schon gesagt. Ne? Ja. Das muss man auch. Ja, ne? Ja, das stimmt. Aber es ist... mir macht Spaß, er hat nicht die Zeit, ist viel unterwegs, ne? Hamburg, Köln, Berlin. Und zu doof auch, ne? Das hast du gesagt, und dann kümmere ich mich darum, dann weiß ich, die Kiste ist sauber und in Ordnung und der Mickey fährt immer gut und kommt überall gut an und dann läuft das alles. Ja, jetzt gibt er sich so zahm, aber das Beste ist, wir haben letztes Mal irgendwann zusammen ein Auto gekauft und dann sind noch so ein, zwei Sachen aufgetreten, die nicht in Ordnung waren und dann schickt er mir eine Sprachnachricht und sagt, pass mal auf. Der Meister, da fahre ich erstmal hin, dem Kollegen, dem pumpe ich die Schuhe auf, verstehst du? So, der solche Sachen halt. Ja, der wollte uns auch ein bisschen verarschen, ne? Oder hat gedacht, er hat es mit ganz Doofen zu tun. Ja. Und da mussten wir ihm natürlich auch den Zahn ziehen, ne? Und wir im Ruhrgebiet, wir sagen denen natürlich auch die Meinung, ne? Wenn das hier auch alles nicht richtig rund läuft, dann muss denen klipp und klar in die Augen die Meinung gesagt werden. Tari, was kann ich bei einem Auto? Wie viel kann ich da? Ja, ich weiß es nicht. Mir fällt gerade nichts ein. Lenken. Aber ist auch nicht schlimm. Jeder, ne? Er kann gut quatschen. Ne? Das kannst du aber auch, Harry, ne? Könnte ich jetzt schon mal sagen. Ja, das können wir eigentlich hier im Kohlenpott alle. Oder die meisten. Ne? Ja. Muss man auch. Um sich hier durchzusetzen zu können, musst du eine große Fresse haben. Ja. Und das beschreibt die Karriere von Mickey Beisenherz. Ja, genau. Ne? Mehr gibt's da nicht zu sagen. Ja. Eigentlich der schönste von allen. Ja. Der hier? Ja. Mit den Blumen? Achso, der würde aber auch gut zu dir passen, Mickey. Da würde ich noch mal handeln. Ne, das ist mal ein richtig geiles Auto. Der ist natürlich jetzt total dreckig. Ne? Das war so ein japanischer Konkurrent zum 911 damals. Die meisten sind nach Amerika gegangen. Das ist auch so ein indisch-grün. Ne? So racing. Richtig schönen, robusten Motor, aber... Leider ist der Mickey bei 35 Grad Celsius auf der A2 ein Kühlerschlauch geplatzt. So ist es. Aber auch schon. Wie ist das denn? Also guckst du dann bei diversen Seiten? Oder jeden Tag. Jeden Tag guckt der Mickey bei diversen Seiten. Das stimmt. Also ich meine jetzt automäßig, nicht? Ja, natürlich. Wo du den Browserverlauf nicht löschen musst. Ach, schade, dass mein DeLorean heute hier ist. Ja, das ist ja wirklich ein Jammer. Ja. Ja, eine Zeitreise ist ja derzeit ja mehr als angebracht. Ja. Einfach mal so vielleicht ins Jahr 2024. Ja. Vielleicht können wir dann davon ausgehen, dass auch alle geimpft sind. Richtig. Könnte eng werden und sagen lieber 2026. Ich würde noch mal kurz zurück ein paar Entscheidungen rückgängig machen und dann davor. Eine Fledermaus so weniger. Genau. Tut's manchmal auch. Ich muss gleich zu meinem Bruder Fußball gucken und ich muss mit Harry noch eine Tasse Kaffee trinken. Soll heißen, ich bin jetzt raus. Du musst halt, ja. Also erstmal vielen Dank, dass du die Zeit, gerne. Dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das ist klar, natürlich, da stehe ich nicht im Wege. Wie komme ich allerdings dann, weil wir sind jetzt schon ein bisschen, die nächste Bushaltestelle ist weit weg. Also, das geht nicht. Meinen kannst du nicht haben, den brauche ich selber. Und du musst halt gucken, also. Was ist das Billigste, was du mir verkaufen kannst? Das Billigste, was ich dir verkaufen kann? Weißt du was? Ich schenke dir einen.
Nimm ihn mit nach Köln. Okay. Ja. Ich fahre zwar nach Karlsruhe, aber ich nehme ihn trotzdem. Aber er hält nur bis Köln. Bis Köln hast du Garantie. Harry, vielen Dank. Gerne. Vielen herzlichen Dank, ja, Micky. Allerbesten was Dank. Willst. Ich nehme den jetzt wirklich mit, ne? Warte, ich mache noch die Haube eben zu. Ach, was? Brauche ich nicht. Hallo Leute, wenn euch das gefallen hat, dann schaut doch mal auf Pierre M. Krause seinen YouTube-Kanal. Der ist nämlich wirklich super. Viele Grüße aus Kastrop.